Bevor Chris Gonz sein Equipment auspacken kann, muss er mit anpacken. Der Fotograf aus Plauen ist im Betonmischwerk einer großen Baufirma in Chemnitz. Er braucht kein Studio, wenn er Bauarbeiter porträtieren möchte. Obwohl es diesmal gar nicht um deren Job geht, sondern um ihr Hobby. Und da kommen auch unter den Kollegen ganz neue Seiten zum Vorschein. Ich wüsste nicht, dass der Mario backen kann. Ich habe noch nie eine Torte von ihm bekommen. Ich kenne den wirklich sehr, sehr lange schon. Wir haben zusammen im Ehebett schon geschlafen. So lange kennt er euch und er wusste nicht, dass du eine Bäckerhand hast. Nee, das haben wir immer verschwiegen. Muss ja nicht immer alles verraten, ne? Sonst muss ich ja dann jede Woche das Zeug mitbringen. Aber genau deswegen machen wir das ja, dass wir wollen ja mal viel mehr reingehen in die ganze Person und das mal ganz anders vorstellen, was eigentlich, man fährt so auf der Autobahn entlang, denkt, oh Mann, schon wieder eine Baustelle und wir stehen schon wieder im Stau und ach ja, irgendwie muss ja alles werden, aber wer das dann so eigentlich ist und wer das dann so alles macht, das ist wirklich eine interessante Geschichte dann. Und die möchte Chris Gonz erzählen. Mario Meinert ist Bauleiter. Er wird genau dort fotografiert, wo sein Arbeitsalltag bestimmt wird. Das ist mein Sand von meiner Baustelle hier. Also wir bauen hier in Chemnitz jetzt gerade Gas, Trinkwasser und eine Stromleitung, sage ich jetzt mal. Und dazu brauchen wir den Sand zum Einsanden der Medienrohre. Diesmal ist der Sand das Symbol für Mehl. Denn Mario Meinert hat eine Himbeer-Champagner-Torte mit 2 Etagen gebacken. Der Hobbybäcker steht im Mittelpunkt. Perfekt in Szene gesetzt, der Mensch hinter dem Bauleiter. Seit mehreren Jahren fotografiert Chris Gonz den Baustellenkalender für Gunter Hüttner in Chemnitz. Der Baubetrieb mit 300 Angestellten wollte diesmal bewusst eine andere Seite beleuchten. Wahnsinniger Spaß und eine wahnsinnige Freude. Von einigen wussten wir die Hobbys schon so ein bisschen. Und manch einer geht ja offener damit um. Aber das, was jetzt hier nochmal zutage tritt, das ist einfach fantastisch. Das ist wahnsinnig interessant und spannend. Da steht dann auch mal ein Schlagzeug auf der Baustelle. Das von Philipp Diesel, den viele Heavy-Metal-Bands nur unter seinem Spitznamen Nafta kennen. Eigentlich ist der 36-jährige Asphaltbauer, aber... Musik ist alles. Ist egal welche Richtung, Musik ist immer alles. Das darf man auch gerne zeigen. Mirko Pirschl ist nicht nur der raue Straßenbauer. In dem 23-Jährigen steckt auch ein Herz für Tiere. Der Chemnitzer ist Rassekaninchenzüchter, hat deutsche Kleinwidder und Sachsengold mit auf die Baustelle gebracht. Das da halt auch zu zeigen, dass es da noch einen Mensch nach der Arbeit gibt, das ist schön. Irgendwo wichtig, finde ich. Chris Gonz ist ein gefragter Fotograf, hat viele Promis vor der Linse. Plattenfirmen oder Musikzeitschriften buchen den Plauner, weil er es schafft, eine Nähe zu den Künstlern aufzubauen und so ungewöhnlich intime Aufnahmen entstehen. Und genau das schafft er durch seine Art auch bei den Bauarbeitern, die für ihn ebenso Persönlichkeiten sind. Durch diese große Platte, was wir davor haben, lösen wir sozusagen die Person raus aus dem normalen Geschehen oder aus dem Arbeitsalltag und versetzen ihn dann sozusagen gedanklich in seine Lieblingsbeschäftigung, in sein Hobby. Damit die Kunst noch perfekt wird, hat sich kein Geringerer als Sänger und Songwriter Max Prosa bereit erklärt, einen Vers zu jedem Monatsbild zu dichten. Der Bauarbeiter schafft noch mit seinen Händen und dadurch gibt es sicherlich sehr viel lyrisches Futter, weil das noch so urtümlich und roh ist, diese Arbeit. Der Baustellenkalender 2024 aus Chemnitz, vorrangig für Kunden und Mitarbeiter. Ein Kunstwerk mit Tiefgang abseits vom typischen Bauarbeiter-Image.